Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Cornel, wir sind zurück bei New Super Mario Bros. U. Die Herausforderungen und wir nehmen natürlich wieder mein Mii und zwar auch meinen, richtig, ohne Mütze. Ich habe eigentlich mal Lust auf eine Mütze, aber ich bin ja überhaupt gar kein Mützenträger. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe eigentlich nie eine Mütze auf. Ich habe auch kein Gesicht für eine Mütze, weil mein Gesicht ist viel zu groß. Ja. Oh, die Drehsprung-Arena finde ich schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Nagelbrett im Feuerhagel. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Das machen wir mal. Die Drehsprung-Arena ist zwar nur 3 Sterne, aber ich meine, ich glaube, die ist relativ schwierig. Ja. Das ist auch nicht das Allereinfachste hier, aber mit ein bisschen Übung sollten wir das hinkriegen. 40 Sekunden, das ist, denke ich mal, schon machbar. So, ja, doch. Das geht doch ganz gut, wollte ich gerade sagen. Ich trage keine Mütze, ne? Ich habe eigentlich nie Mützen auf. Ich habe auch gar keine Mütze. Ich habe nur eine Kappe, aber das ist eine FC Bayern München Kappe. Aus München. Oh, die mag ich echt gerne. Okay. Ich muss hier erstmal so ein bisschen jetzt reinkommen. Ich kann die Stampfattacke noch nutzen. Man mag ja sagen, hö, warum Stampfattacke? Aber die Stampfattacke lässt sich nochmal ein bisschen in der Luft. So an und für sich müssen wir uns auch hier einfach mal anstrengen, kleine Sprünge zu machen, wenn sie angebracht sind. Damit man... Oh, fuck, Alter. Oh, nein. Das war jetzt schwierig. Oh, das ist auch immer jetzt... Das ist jetzt aber auch ein bisschen... Also in dem Sinne schwierig, weil man... Man muss zwar kleine Sprünge machen, man muss aber ja auch... eventuell mal einen Sprung lang ziehen mit einem Dreher und einer Stampfattacke so. Na, das ist schon ein bisschen schwierig. Oh ja, da immer das richtige Verhältnis zu finden ist, glaube ich, nicht so einfach. Naja, wir probieren unser Bestes. Das Problem ist natürlich, dass man hier bei der Herausforderung auch... Ah, fuck! Dass man hier bei der Herausforderung auch wieder überhaupt nicht, ja, man kann es nicht abbrechen. Ja, ich muss jetzt jedes Mal reinziehen, ne? Du hast Bronze gewonnen, ja. Yeah. Es interessiert doch keinen, das ist doch viel schlechter als das, was ich schon habe. Warum kriegt man dafür noch einen herzlichen Glückwunsch? Bin ich nicht gut. Oh, das ist doch gar nicht so einfach. Töten darf ich die aber nicht, oder? Das schafft man, glaube ich, nicht. Ja, wobei, wenn man ich würde gar nicht mal sagen, dass man da nicht... Ja, wobei, ich bin vielleicht noch ein bisschen EGU beschädigt und denke mir jetzt gerade, ach, das geht. Wobei das natürlich nicht geht, weil wir hier nicht mit dem Luigi Engine Modul spielen. Was weiß ich denn? Hat Luigi eine neue Engine oder ist das in der gleichen... Ja, es ist, glaube ich, in der gleichen Engine. So, von Technik und so habe ich hier überhaupt keine Ahnung. Programmierung, eigentlich ein bisschen schade. Ich habe immer davon geträumt, mein eigenes Aufbauspiel zu entwerfen. Weil ich früher von den Zelda-Teilen und auch Anno 1602 und halt die... was laber ich eigentlich? Nicht die Zelda-Teile, die Siedler-Teile natürlich. Und auch von Anno 1602, Siedler 2-3, Caesar 3 fand ich auch ganz gut, wobei ich das überhaupt nicht konnte, weil das voll kompliziert ist und ich es nie richtig verstanden habe. Ja, was gab es sonst noch so für Aufbauspiele früher? Ja, das waren sie eigentlich sogar schon. Die habe ich halt einfach unfassbar gerne gespielt, ja. Da ging gar nichts drüber. Das waren so als Kind, so mit 9, 10, 11, waren das so meine Lieblingsspiele. Ich hatte damals natürlich noch keinen eigenen PC. Ich durfte einmal im Jahr bei meinem Papa einen PC und habe dann Ärger bekommen, irgendwann, weil irgendwas passiert ist und ich natürlich schuld war und den PC kaputt gemacht habe. Natürlich nicht, aber na, ihr wisst ja, wie das ist. 40 Sekunden ist schon ein bisschen viel, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich das einfach mal so in den Raum werfen darf. Scheiße, ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt. Das ist doch auch nicht so schwierig, ich muss nur die Feuerbälle im Blick halten. Ja, aber da lande ich dann zu spät, da hätte ich einfach früher dann landen müssen. Oh Mann ey. In 9 Tagen habe ich Semesterferien und ich freue mich schon unfassbar darauf. Unfassbar.
Ich schreibe 7 Klausuren oder wahrscheinlich nur 6. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht, 6 oder 7, das steht noch nicht fest. Wobei, ne, eigentlich steht das schon fest. Ich kann nur 6 schreiben. Wenn ich die 7. auch schreiben will, dann muss ich eine Klausur in den Oktober verlegen. Das ist ein bisschen doof, deswegen. Und ich muss dann durchfallen. Ja, wobei eigentlich nicht, aber ach, das ist alles Kacke. Das ist alles Kacke, alles Kacke, Kacke, Kacke. Ich habe 2 Klausuren zur selben Zeit, das geht ja nicht. Ich habe an einem Tag habe ich 2 Klausuren, aber halt nacheinander, ne? Das geht. Die eine um 15 Uhr bis 16.30 Uhr oder so. Ne, gar nicht wahr. Doch. Genau, von 15.15 Uhr bis 16.30 Uhr schreibe ich eine Klausur am Donnerstag, glaube ich. Und dann schreibe ich am Donnerstag von 18 Uhr bis, wow, oh Mann, und dann lande ich... Und dann schreibe ich noch eine Klausur von 18 bis 20 Uhr. Also Donnerstag schreibe ich von, genau, von 15.15 Uhr bis 16.30 Uhr und von 18 bis 20 Uhr. Das geht halt, ne? Es war ein bisschen kacke. Schreibe ich da... Ich schreibe ich an dem... Nee, oder? Was schreibe ich denn eigentlich an dem Tag? Boah, fuck, schreibe ich... Boah, ich glaube, ich schreibe Fachdidaktik und Systemstrukturen an einem Tag. Das sind so die zwei schlimmsten eigentlich. Also was heißt schlimmsten nicht? Eigentlich sind es die besten, weil man davon am besten lernen kann, aber die sind einfach ein bisschen viel alles. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, ganz im Ernst. Hä? Vielleicht sollte ich mich mal darauf konzentrieren und hier nicht so vor mir her denken. Ja, und für die Klausur muss ich noch ein bisschen üben. Ein bisschen ist ein wenig untertrieben. Eigentlich muss ich noch ganz viel üben, lernen, aber ja. Wie man das so alles dann regelt, ne? Dann nimmt man lieber nochmal ein Part auf, weil, ach komm, jetzt hier heute Morgen, so früh am Morgen, wir haben Mittwochmorgen haben wir momentan, da musst du doch noch nicht lernen. Ach Quatsch, ne? Ich schreibe ja erst in 2 Tagen die erste Klausur, für die ich noch nichts getan habe. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Natürlich. Wie soll das denn funktionieren? Mal ganz im Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Alter, da, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn den allen ausweichen? Irgendwie hat sich das einfacher. Also irgendwie habe ich mir das leichter vorgestellt. Eigentlich dachte ich, ich wäre schon tot gewesen, aber naja. Ich habe gerade überhaupt gar keinen Plan, ich habe gerade überhaupt gar keine Taktik, ich habe gerade nichts. Ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffen soll. Wow. Okay. Nein, 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 warum? Was soll ich da machen? Da muss ich doch hochspringen. Da muss ich doch hochspringen. Da muss ich, in dem Moment musste ich hochspringen. Ah, ich hätte vielleicht mit der Stampfattacke das noch... Ich weiß nicht. Oh, krass, ey. Wow! Wie habe ich das denn überlebt? Der Feuerball ist über mich drüber gehoppelt. Kann das sein? Krass. Okay. Ich springe auch zu früh hoch. Ich muss darauf achten, immer erst kurz bevor der erste Feuerball bei mir ist, hochzuspringen. Das ist wichtig. Ich darf nicht so auf Vorratsspeicherung hochspringen. Vorratsspeicherung, lustig. Ja, 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 nein, ja, hätte ich eine Stampfattacke setzen müssen. Ich habe gehofft, dass es so passt. Aber es passt nicht. Okay. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oh. Wieso? Ich dachte, das ist so eine Herausforderung, die hat man in 5 Minuten. Warum? Okay. Ich konzentriere mich jetzt ein wenig. Nein, ich habe die Sprünge auch nicht hoch genug gesetzt, aber da. Das macht mich aggressiv. Das macht mich gerade tatsächlich aggressiv. Oh Mann.
Okay, 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 okay. Nein! Oh Mann! Okay. Wir machen es jetzt einfach mal. Wir sind jetzt hier einfach mal der King und schaffen das. Ich würde sagen, das ist die beste Variante, die man sich rausnehmen kann. Ja, das war gar nicht schlecht, ne? Also es war wirklich knapp, knapp, knapp und ich war eigentlich schon hinten ran seit 5 Sekunden. Aber ich habe dann, glaube ich, als ich dann getroffen wurde, lag es nur daran, dass ich den Sprung nicht hoch genug gesetzt habe. Weil ich dann so in der Eile war und in der Eile habe ich dann einfach nicht den Sprung nicht weit genug durchgedrückt. Also ich bin mir aber auch nicht sicher, das kann man wirklich sehr, sehr schwierig analysieren, was man da tut. Weil es alles so schnell geht und man hat überhaupt gar keine Übersicht. Ich lebe noch. Ey, ich habe so das Gefühl, dass man sich so ein bisschen durch die Feuerbälle durchbangen kann. Nein! Nein! Verdammt, das war unnötig! Das wär's doch gewesen. In dem Moment, wo ich gestorben bin, ja, hier mal Fun Facts. In dem Moment, wo ich gestorben bin, habe ich auf die Zeit geguckt. Ja. Ich habe die ganze Zeit, als ich gesehen habe, ich komme in den Silberbereich, habe ich die ganze Zeit versucht, nicht auf die Zeit zu gucken. Und in dem Moment, wo ich gestorben bin, habe ich dann auf die Zeit geguckt und habe gesehen, scheiße. 2 Sekunden, zack, getroffen. Ja, aber das war halt einfach das Problem. Ich habe gemerkt, dass ich mich... Ja, ich habe versucht, mich auf die Feuerbälle zu konzentrieren in dem Moment, aber habe gemerkt, dass ich einfach den Drang verspüre, auf die Zeit zu gucken. Und ja, als ich dann auf die Zeit geguckt habe, war es dann quasi, ja, zu spät. Er guckte auf die Zeit, guckte auf die Uhr und er sieht, es ist zu spät. Ja, lustig. Ja, war einfach so. Oh Mann, ey. Jetzt mal wieder reinkommen, jetzt mal wieder konzentrieren und nochmal so einen Versuch hinlegen. Mann, immer diese Scheiß geschafft, ey. Ich meine, ich habe doch jetzt die 37,57. Das ist eine Silbermedaille. Wenn ich jetzt früher sterbe, warum kriege ich dann noch einen Glückwunsch? Das ist doch keine Verbesserung. Aus welchem Grund? Wenn man das wenigstens ausstellen könnte. Ich meine, gut, wenn man vielleicht als... man hat ja nur ein Profil, oder? Man hat ja bei den Herausforderungen nur ein Profil. Weil man wählt ja keine Save-Datei aus oder so. Das ist ja nur auf dem Spiel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bruder hätte und ich mache diese Herausforderung und mein Bruder will die Herausforderung auch machen, dann ist es ja so, dass... er nicht nochmal von neu anfangen kann. Er müsste es dann löschen, irgendwie, die Herausforderung oder so, aber das wäre auch scheiße. Da macht es dann natürlich Sinn, dass man das so macht. Wobei, im Grunde genommen, ja, es wird ja nicht gespeichert, aber trotzdem macht es dann Sinn, dass er trotzdem eine Medaille gewinnt. Vielleicht kann man es so erklären, ich weiß es nicht. Boah, das war schon wieder... Oh Mann, ich... Ich kriege einfach nicht diese 40 Sekunden Konzentration hin. Ich komme da immer... Ich komme einfach immer aus dem Tritt. Ich komme immer... Mir fehlt da gerade so ein bisschen die Übersicht. Ja, ich sehe einfach gerade nicht, wo die Sachen sind, wie lange die noch brauchen, bis sie bei mir sind. Eigentlich eine Sache, die ich eigentlich ganz gut kann. Der Feuerball zum Beispiel. Warum habe ich den nicht realisiert? Eigentlich kann ich das. Jetzt ist der Part schon so lang. Ich meine, aber es ist ja auch klar, ne? Es ist immerhin noch eine 4-Sterne-Herausforderung. Machen wir uns nichts vor. Und es war ja klar, dass wir jetzt nicht immer 3 Herausforderungen in einem Part schaffen. Das ist ja auch ganz logisch, ne? Weil die werden alle so schwierig irgendwann, dass wir da zwangsläufig länger dran sitzen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass hier so eine Herausforderung, wo ich mir dachte, ja, erstmal zum Reinkommen. Ich habe halt auch schon lange keine Herausforderung mehr gespielt, ne? Ganz im Gegenteil. Ich habe
Wenn ich gespielt habe, habe ich halt Luigi gespielt und ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich ja den Livestream mit Bollo gemacht und habe ich 7 Stunden am Stück Luigi gespielt und dieses ganze Spiel durchgespielt und nein. Und ja, eben ist auch eine kleine Ungewohnheit, ne? Nicht Ungewohnheit, man muss sich umgewöhnen. Weil es einfach natürlich ein bisschen, ne? Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Der springt halt anders und so. Boah, krass. Okay. Es geht mir auf die Nerven, ey. Wird es später schwieriger oder ist es... Das Ding ist ja einfach auch, die werfen nicht immer gleich, ne? Man kann sich da ja keinen Weg erarbeiten, weil die werfen einfach immer unterschiedlich. Klar, so im Groben ist es vielleicht gleich, aber... Also, so wirklich gleich ist es nicht, oder? Die werfen... Oder sind die vorgescriptet? Ich glaube nicht. Die haben so ein Bewegungsmuster, was einfach auch ein bisschen individuell ist. Okay. Nein! Ich habe diesen Feuerball wieder nicht realisiert. Ich verstehe nicht, warum. Ich sehe ihn dann, ich denke mir, okay, mach einen kleinen Sprung und dann sehe ich, ach, da ist ja noch ein Feuerball dahinter. Aber ich realisiere ihn nicht. Ach, Mann. Das ist halt unnötig. Das ist unfassbar unnötig. Das ist nicht... Das ist... Ach, Mann. Ja, den habe ich jetzt zwar schon realisiert, aber ich wusste nicht, wie ich da ausweichen soll. Ach, Kacke. Mann, komm schon. Ja, den habe ich wieder gesehen, aber Mann, was soll ich denn machen? Der kleine Schwarze mit dem wasserstoffblonden Afro, der kommt halt irgendwann mal wieder runter, wenn er hochspringt. Willst du mich verarschen? Dann verarsche mich weiter. Ich hatte diesen einen Versuch und den hätte ich verwandeln müssen, wirklich. Den hätte ich einfach, da hätte ich einfach mal kaltschnäuzig sein müssen. Hätte ich einfach mal kaltschnäuzig sein müssen. Was soll ich da machen, wirklich? Die kommen da in so einer Frequenz, dass das geht gar nicht. Diese 2,5 Sekunden, die hätte ich einfach noch, die sind so schnell vorbei, so schnell vorbei. Die hätte ich einfach noch durchhalten müssen. Das wäre wahrscheinlich ein Sprung gewesen. Jetzt gerade komme ich wieder überhaupt gar nicht rein. Ich komme gar nicht rein und ich weiß nicht warum. Oh Mann ey. Ich hätte auch eigentlich erstmal duschen gehen sollen. Ich wollte eigentlich vorm Aufnehmen duschen, weil es ist halt früher Morgen. Und ich dachte mir, komm, jetzt so den Morgen nutzt du mal. Ich bin gestern, wann bin ich eigentlich ins Bett gegangen? Ich weiß gar nicht so genau. Ich bin um 22:15 bin ich ins Bett gegangen. Und hab mir halt einen Wecker gestellt für 7 und bin dann so um 7:20 aufgestanden, aus dem Bett raus. Vielleicht war es auch ein bisschen später, ich weiß es nicht. Dann habe ich ein Video gerendert, was gerade hochlädt, hab mir 1-2 Parts angeguckt auf YouTube. Das war schwachsinnig. Hab mir 1-2 Parts angeguckt auf YouTube. Hab ein bisschen rumgechillt, was getrunken, aufs Klo gegangen, bla bla bla, was man halt so am Morgen macht, ja. Und dann wollte ich halt den Morgen nutzen, um noch ein bisschen aufzunehmen, bevor ich dann anfange zu lernen. Und da dann halt keine Zeit habe aufzunehmen. Und ja. Und das Problem an der ganzen Sache ist jetzt einfach nur, dass ich eigentlich hätte noch vorher duschen gehen wollen, aber jetzt dachte ich mir gerade so, ja, okay, nee, komm, duschte gleich erst. Aber ich merke gerade, dass ich doch eigentlich ganz gerne duschen gegangen wäre, weil, ja, wie das halt so ist, ne, es ist einfach, man fühlt sich nicht so frisch, wie wenn man duschen gegangen wäre. Und warum zum verfuckten Teufel geht es nicht? Ich habe ja überlegt, ob ich aus dem Herausforderungsprojekt ein Commentary mache. Was ich immer noch am überlegen bin, ich dachte jetzt eigentlich einfach nur, dass diese Herausforderung noch einfach ist. Eigentlich ist sie auch nicht so schwer. Machen wir uns mal nichts vor. 40 Sekunden ist jetzt nicht die Welt.
Ich war gerade einfach wieder ein bisschen erschüttert, wie ich diesem Feuerball ausgewichen bin. Wow! Nein! Ich war überrascht, dass ich noch am Leben war. Und wenn ich dann... Oh Mann, das war unnötig. Ich war total überrascht, dass ich noch am Leben war. Ich meine, die Action, die ich da gerade abgeliefert habe, das war schon ein bisschen strange. Und habe ich nicht mit gerechnet, dass ich da durchkomme mit so einem Hin- und Her-Gehopse. Und ja. Plötzlich war dann der Feuerball, den man eigentlich hätte ausweichen können, das Problem, weil er schwierig war. Ja. Mann. Ich dachte, das wird ein... Oh Mann, ey. Das geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Mal ganz im Ernst. Was soll ich da machen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Easy, it's easy like Sunday morning. Boah, Alter, da kommt auch eine Armada runter, boah, das ist der Wahnsinn. Irgendwann siehst du die Lücken nicht mehr. Der braucht auch so lange, um zu landen und wieder hochzukommen, das... Ist das Bild auch ein bisschen weiter rausgezoomt, als wenn man normal spielt? Ich habe ein bisschen das Gefühl, mir kommt es so klein vor. Weißt du, Luigi ist so ein Riese und der springt so hoch und alles und... Dann steht da so ein kleiner Schwarzer und irgendwie kommt mir das so klein vor. Nein, wie? Da, was soll ich da machen? Da kommt dann... Der einzige... Ja, klar. Ich hätte... Wahrscheinlich hätte ich die Stampfattacke weglassen sollen und... Ja, wobei, dann wäre ich ja später gelandet. Das geht ja nicht. Ich weiß es nicht. Das war jetzt gerade so eine Situation, wo ich nicht genau weiß, wie ich da hätte handeln sollen. Es ist, es ist mir gerade ein bisschen Rätsel. Das war der Stachel, ja. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, das war nicht der Feuerball, der mich getötet hat. Nicht, dass es das besser macht, aber ein wenig Zufriedenheit schwimmt da trotzdem noch mit. Ich hau mir gleich auf die Fresse. Ich haue mir gleich auf die Fresse. Wer hat's erkannt? Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Can you tell me that secret? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Ich hatte es doch, ey, wirklich, der Versuch mit den... Konzentrier dich, mein kleiner Schatz. Konzentrier dich, mein kleiner Schatz. Konzentriere dich, oh mein kleiner Schatz. Konzentriere dich, du bist mein kleiner Schatz.
Ja, der Sprung ist natürlich komplett falsch angesetzt, ne? Der war zu hoch. Aber das ist einfach auch nicht so einfach. Ja, das war wieder zu hoch. Ich hätte früher landen müssen, damit ich über die linken, aber es ist immer so schwierig, weil man sich auch einfach so... Ich kann immer so schlecht abschätzen, wann die ankommen und... Ich bin auch ein bisschen spät immer, boah. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so lange brauche, um zu landen und wieder hochzufliegen. Wobei ich da jetzt auch wieder nicht weiß, wie ich da hätte ausweichen sollen. Aber selbst wenn man manchmal keine Chance hat. Ich sitze hier viel zu lange, ich hätte schon genug Chancen gehabt, wo ich es einfach verkackt habe durch eigene Dummheit. Das ist das Problem, was denn auch an dir nagt, ne? Du weißt, oh Mann, ich hatte die Versuche, wo ich hätte schaffen können. Und was hast du gemacht? Du hast es verkackt. Da, was soll ich da machen? Dann kommen die beiden und dann kommen die... Oh. Okay. Komm schon, Baby, du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Komm schon, Baby, du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Komm schon, Baby, du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Komm schon, wieso hab ich's jetzt geschafft? Warum zum Teufel? Es ist doch... Ich geh jetzt erstmal duschen. Ich geh jetzt erstmal duschen und dann gucke ich, ob ich noch ein paar Herausforderungen finde, die ich noch so machen kann. Und, ja. Oh. Oh, das ist doch gar nicht so schwierig, oder? Ich weiß es nicht, die kenne ich auch gar nicht. Das kenne ich auch nicht. Naja. Schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall hier noch die diversen machen wir wahrscheinlich noch so. Vielleicht mal gucken. Das könnten wir auch nochmal probieren. Das war auch ein bisschen schwierig, aber was soll's. Und dann gucken wir mal hier. So die 3-Sterne-Sachen machen wir wahrscheinlich noch so. Ab den 4-Sternen-Sachen überlege ich dann einen Commentary zu machen. Aber das werden wir dann bei Zeiten alles sehen, ne? Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es euch gefallen hat und ihr es euch zu Ende gegeben habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich weiß nicht, warum ich es jetzt auf einmal geschafft habe, weil ich halt gut aussehe. Bis dann und ciao, tschüss.